Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Hier habe ich ein paar Bachforellen, alles um die 35 cm. Und eine werde ich jetzt filetieren, und zwar in Form von einem Gummifisch. Was das wohl zu bedeuten hat, das wirst du in diesem Video erfahren. Viel Spaß beim Ansehen. Ja! Oh! Oh ja! Forelle. Zack, komm! Also Brust und schau. Weil das kann zum Erfolg führen. Ich nehme hier die kleinere. Als erstes sollte man sie ausnehmen. Dafür kann man mit dem Messer hier beim Aft reinstechen. Oder mit dem Schupper. Hat schon ein integriertes Messer, der Schupper, den ich hier habe. Spielt nicht so eine Rolle, was man verwendet. Schön versuchen, nicht zu tief reinzuschneiden. So. Hier vorne auch noch durchschneiden. Danach nimmt man das Ganze. Reißt den Darm raus. Nimmt die Kiemen so, dass man die Kiemen mit dem ganzen Finger hat, drückt zusammen und reißt sie raus. Danach muss man noch die Niere entfernen. Das mache ich mit einem Löffel, das geht am besten. Schön entlang kratzen, dass diese dünne Haut durchtrennt ist. Dann kommt die Niere raus. Und so hat man einen schön ausgenommenen Fisch. Normalerweise würde man die Forelle so nehmen und dann im Backofen oder auf dem Grill machen, ausgenommen. Aber ich mache jetzt einen Gummifisch draus. Das mache ich so, dass ich den Fisch wende und hier mit einem Schnitzer reinsteche und richtig die Bauchgräten durchtrenne. Versuche schön gerade am Rücken gerade entlang zu schneiden, schön auf dem Knochen, hier bei der Flosse außenrum. So, die eine Seite, danach dasselbe auf der anderen Seite, vorne anfangen, durchschneiden, schön am Knochen entlang nach hinten schneiden. Das mal auf der anderen Seite der Flosse. Und so hat man das Rückengrat freigelegt. Schneide das hier vorne durch. Das hat etwas hart. So. Unten dran schneiden. Danach kann man das Rückengrat einfach rausziehen, wenn man genug tief geschnitten hat. Etwas nachschneiden. So. Danach das Ganze hier durchtrennen. So. Das Rückengrat ist entfernt. Danach haben wir noch die Bauchgräten. Dafür nehme ich wieder das normale Filetiermesser. Schneide das schön oben ein. Halte das Messer gegen die Gräten, damit man möglichst nicht so viel Fleisch verliert. Zack. So. Hier auch noch etwas ausbessern. Und hier auch auf dieser Seite schneiden. Hier weg und hier zu einem selber. So geht es am einfachsten. Also den Fisch selber nicht wenden. So. Jetzt hat man die Bauchgräten auch entfernt. Und deshalb heißt der Gummifisch. Also man kann ihn richtig zusammenfalten, weil die ganzen großen Knochen raus sind. Man kann jetzt auch noch die Flossen entfernen, wenn man möchte, aber es gibt viele Leute, die haben das noch gerne, wenn der Fisch dann gegrillt ist, noch an den Flösschen rumzusaugen. Deshalb, ich lasse die dran. So kann man ihn dann schön füllen in Alufolie, in den Ofen, auf den Grill, wie man möchte. Die Reste vom Fisch kommen in den Sack rein und diesen Sack lege ich dann in den Tiefkühler und entsorge es dann mit dem Hausmüll einen Tag bevor die Müllabfuhr kommt. So gibt es keinen großen Gestank. Den Fisch noch auswaschen, wichtig, damit die ganzen Reste entfernt sind. Und danach kann man ihn zubereiten. Der Vorteil von einer Forelle, die als Gummifisch filetiert wurde, ist natürlich, dass man keine großen Knochen drin hat.
Man kann ihn also einfach zubereiten und danach das Fleisch von der Haut ziehen und essen. Das macht die ganze Angelegenheit recht einfach und man hat keine Gräten und muss sich nicht so Sorgen machen, dass man irgendetwas verschluckt, was nicht verschluckt werden sollte. Wenn dir dieses kurze Informationsvideo gefallen hat, abonniere bitte diesen Channel und gib mir ein Like, das würde mich sehr freuen und mich sehr unterstützen. Wenn dich weitere Themen zum Forellenangeln interessieren, geh gerne auf meine Seite besserangeln.com. Alle meine Videos sind da aufgelistet. Mein Videokurs zum Forellenangeln habe ich da auch. Wenn du möchtest, kannst du dir das Angebot anschauen. Vielleicht ist das was für dich. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und ich wünsche dir viel Petrel im Wasser, dass auch du deine Fische fängst und probier mal diese Filetier-Variante aus. So kannst du wirklich mal etwas Neues ausprobieren und ich wünsche dir eine schöne Zeit und viel Petrel im Wasser. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.